Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar begrüßen mit dem Titel Effizienzhaus 55 und 40 – Monolithische Lösungen und Mehrwerte mit Ytong Porenbeton. Mein Name ist Tim Richter, ich bin Eventmanager bei der Xella Deutschland und ich freue mich wirklich sehr, heute wieder so viele Kundinnen und Kunden begrüßen zu dürfen oder natürlich all diejenigen, die das gerne noch werden wollen. Ich möchte zunächst ein paar organisatorische Dinge loswerden. Das eine ist das Thema der Fragen. Wenn Ihnen Fragen aufkommen sollten während des Webinars, die Sie gerne an unsere beiden Referenten stellen möchten, dann tun Sie das gerne aktiv im Fragenpanel, was Sie auf der rechten Seite Ihres Screens sehen können. Wir werden allerdings aus Zeitgründen diese Fragen erst im Nachgang beantworten. Ebenso im Nachgang werden Sie den Mitschnitt des heutigen Webinars als Download-Link zugeschickt bekommen und genauso natürlich das Teilnahmezertifikat. Auch dieses Webinar ist von den Kammern bepunktet. Die Punkte können Sie sich dort genauso ansehen und entsprechend bei den Kammern dann einreichen. Um mich soll es heute hier natürlich nicht gehen. Deshalb möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen Diplom-Ingenieur Joachim Bauer, technischer Bauberater bei der Xella Deutschland und René Ohl, ebenfalls Diplom-Ingenieur und technischer Bauberater bei der Xella Deutschland. Beginnen wird jetzt allerdings Joachim Bauer und von daher wünsche ich viel Spaß heute beim Webinar und begrüße Joachim. Vielen Dank, Tim. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen aus dem bisschen nassen Duisburg, aus den Katakomben. Thema heute Effizienzhaus 55 und Effizienzhaus 40 mit Porenbeton. Mein Part wird erstmal sein, die Anforderungen zu klären, die technischen Anforderungen und vielleicht auch mal so einen Ausblick auf die Wirtschaftlichkeit zu geben, weil ich glaube, dass das im heutigen Zeitraum ein ganz präsentes Thema ist. Baupreise explodieren im Moment. Es wird immer schwieriger, sage ich mal, jetzt auch für Einfamilienhäuser, für Familienwohnraum zu gestalten, auch finanziell zu wuppen. Da ist natürlich bestimmt hilfreich, sich heute mal so den ein oder anderen Tipp abzuholen, wie man denn hier auch die Fördermittel in Anspruch nehmen kann. Und vielleicht werden Sie auch merken, dass Sie gar nicht mehr so weit weg sind von Ihrer aktuellen Bausubstanz, wie Sie heute schon bauen, um eben diese Förderpakete zu erreichen. Um was geht es heute? Es geht um das BEG. BEG steht für Bundesförderung für effiziente Gebäude. Also wir sprechen heute über Umsetzung von Gebäuden, die effizienter, energetisch effizienter sind, als das GEG erforderlich macht. Diese Fördermaßnahmen gab es schon früher einmal über die KfW. Dort wurde eben der Bau selber gefördert mit einem Kredit, mit einem zinsgünstigen und einem zusätzlichen Zuschuss und gleichzeitig aber konnte man auch die Heizungstechnik, sprich die Heizungsanlage, über die BAFA zum Beispiel Fördermittel einholen. Das ist zusammengeführt worden im BEG. Gestartet wurde dort bereits im Juli. Ab 1.7. wurde es zum Gesetz und gilt für Wohngebäude, für Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, wie aber auch für Wohnheime. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich darauf hinweisen möchte. In unserer täglichen Beratung als Bauberater kommen wir immer wieder zu Architekten. Das Altern der Generation ist natürlich auch ein Thema. Immer mehr Pflegeheime werden neu gebaut. Sie müssen wissen, dass diese Fördermittel, die wir heute vorstellen, auch für Altenpflegeheime gelten, für jede Parzelle, die dann als Wohneinheit Gültigkeit findet. Es gibt es für Neubau, da sprechen wir heute drüber, wie aber auch Sanierung, das wäre aber dann extra Thema. Was ist neu beim BEG im Vergleich zu den Förderungen, die wir schon gehabt haben über die KfW? Es gibt so zwei kleine Zusatzpakete, über die man nochmal einen zusätzlichen Bonus erhalten kann. Das eine, was wir heute nicht ins Detail besprechen werden, ist das sogenannte NH-Paket und das steht für Nachhaltigkeitszertifizierung. Und die deutsche Akkreditierungsanstalt hat hier vier verschiedene Zertifikate anerkannt. Das ist das Zertifikat nach DGNB, Neubau von Wohngebäude, Version 2018 oder Neubau für kleine Wohngebäude oder aber auch Qualitätssiegel nachhaltiger Wohnungsbau. Das sind alles, das können Sie nachlesen, das sind verschiedene Zertifizierungen und dort wird das ganze Gebäude ganzheitlich betrachtet in seiner Nachhaltigkeit, in seiner ökonomischen Qualität.
soziokulturelle, funktionale Qualität, technische Qualität. Und dann wird ein Bewertungssystem aufgefahren. Das sind bis zu 6, 7 Seiten, die da ausgefüllt werden müssen und die dann auch zertifiziert werden. Und dort können Sie eben in den Fördermaßnahmen, die ich im gleichen Anhang noch zeigen werde, einen kleinen Bonus erhalten. Den gleichen Bonus erhalten Sie aber auch, wenn Sie das sogenannte EE-Paket erfüllen. Und das ist auch neu, nämlich der Einsatz von Wärme aus erneuerbaren Energien. Und der muss mindestens zu einem Anteil von 55% nachzuweisen sein. Ich kann Solarthermie nutzen, ich kann eigene Nutzung aus Erzeugung und Nutzung von Strom, also Photovoltaik, ansetzen. Ich kann Wärmepumpen ansetzen, Biomasse, gasförmige Biomasse oder auch Fernwärme. Da ist es allerdings immer wieder wichtig zu schauen, wie wird denn die Fernwärme primärenergetisch hergestellt. Sprich, auch hier muss ein Nachweis geführt werden, dass mindestens 55% aus erneuerbaren Energien stattfinden. Natürlich ist auch die Kombination dieser verschiedenen regenerativen Erzeuger möglich. Und mindestens aber von dem Heiz- oder von dem Energiebedarf, den ich für mein Wohngebäude brauche, müssen 55% aus regenerativer erneuerbaren Energien bestehen. Wir sprechen heute über Fördermittel. Wir sprechen über Effizienzhaus 55 und 40. Das heißt, ich habe höhere Anforderungen an das Gebäude. Wie die sind, kommen wir im Anschluss. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal zeigen, was hat sich denn da getan in den Förderpaketen. Für das Effizienzhaus 55 kennen wir, und das gibt es nach wie vor, den ganz normalen Effizienzhaus 55 Zuschuss oder auch den Kredit. Der beträgt 120.000 Euro. Der Tilgungszuschuss begrenzt auf 15.000 Euro. Für Effizienzhaus 40, wo ich nochmal höhere Anforderungen habe, habe ich auch diesen Kredit von 120.000 Euro, vielleicht im Vergleich zu früher. Dort wurde er auf 100.000 Euro beschränkt. Dort habe ich allerdings noch einen Tilgungszuschuss von 20%, sprich 24.000 Euro geschenktes Geld. Und was jetzt neu ist, was mit dem BEG mit eingeführt wurde, sind diese zwei kleinen Pakete, die ich Ihnen eingangs erläutert habe, nämlich das NH-Paket und das EE-Paket. Hier kann ich den Kredit auf 150.000 Euro erhöhen und auch den Tilgungszuschuss, also das, was der Staat mir dann als geschenktes Geld mehr oder weniger zuschießt, erhöht sich dann auf 17,5% beim 55er Haus, nämlich auf 26.250 Euro pro Wohneinheit. Das Gleiche mal angeschaut beim Effizienzhaus 40, dort beträgt dann der Tilgungszuschuss 22,5%. Pro Wohneinheit heißt das ein Zuschuss von 33.750 beim Plus 40 Plus von 37.500 Euro. Wichtig ist, nicht nur das ist Geld, was man praktisch in Anspruch nehmen kann, sondern es gibt auch wie früher den Zuschuss, und das ist auch im BEG geregelt, zusätzliche Förderung von Begleitung durch Experten für Energieeffizienz. Sie müssen ja Ihren Ausweis, wenn Sie ein Effizienzhaus 55 machen oder erstellen lassen, über einen Energieberater aus der Expertenliste führen lassen. Und diese Kosten für den Energieberater, sowohl für das Aufstellen wie aber auch für die baubegleitenden Maßnahmen, das heißt Überprüfung, ob das, was er da gerechnet hat, auch wirklich umgesetzt worden ist, das kann man sich fördern lassen. Für das Einfamilienhaus kann man sich hier bis zu 5.000 Euro Zuschuss nochmal abgreifen. Das heißt, die förderfähige Summe sind 10.000 Euro, die da gefördert werden. 50% davon kann man als Zuschuss abfragen. Im Mehrfamilienhaus ist es sogar so, dass Sie hier bis zu 20.000 Euro Zuschuss erlangen können für die baubegleitenden Maßnahmen. Also das ist nochmal ein Zusatzpaket, was nicht, sage ich mal, von der Hand zu weisen sind. 20.000 Euro beim Mehrfamilienhaus ist schon eine Nummer. Wir wollen aber anfangen mit den technischen Anforderungsgrößen. Und wenn wir wissen wollen, wie erreiche ich denn ein KfW 55 oder Effizienzhaus 55 nach BEG oder 40, dann muss ich erstmal die Basis erklären, von wo gehe ich denn aus, um dann besser zu sein, weil wir wollen besser sein. Und dann müssen wir erstmal erklären, was für Kenngrößen ich, um was es da eigentlich geht. Es sind der Energieberater, der eine Energiebilanz aufstellt, das Haus nachrechnet, der muss zwei Grenzwerte nachweisen. Das eine
ist der Primärenergiebedarf und das andere ist Transmissionswärmeverlust. Der Primärenergiebedarf ist praktisch der Endenergiebedarf, multipliziert mit einem Umweltverschmutzungsfaktor, möchte ich es mal nennen. Das ist der Primärenergiefaktor. Da geht also die Heizungsanlage ein und gibt eigentlich mehr Ausdruck darüber, wie regenerativ, umweltschonend Ihr Gebäude geheizt wird. Also in Primärenergiebedarf in Coupé geht hauptsächlich die Kenngröße der Heizungsanlage ein. Natürlich auch die Hülle, aber maßgeblich der Heizungsanlage. Transmissionswärmeverlust, da gibt es auch nochmal einen Grenzwert. Das sagt ja das Wort schon, Transmission. Ja, alles, was mit Trans zu tun hat, hat irgendwas mit Atmen zu tun. Also kann man sich vorstellen, das ist die Begrenzung des U-Wertes, des Dämmwertes der gesamten Hüllfläche. Also da wird nicht nur die Wand betrachtet, sondern es gibt Grenzwerte für das Fenster, für die Wand, für die Dach, fürs Dach, für die Bodenplatte. Und wenn ich die Ausgangsbasis beschreibe, dann muss ich natürlich ausgehen, wenn ich 55 habe, dann wird die ja besser sein. Wie viel? Da kommen wir noch drauf. Aber von was denn? Und die Ausgangslage ist das GEG. Und das GEG gibt ein sogenanntes Referenzgebäude vor. Dieses Referenzgebäude ist das Bezugsgebäude, auf das ich mich beziehe, von dem ich aus dann besser werden muss beim 55er-Haus. Und als Bezugswerte kann man hier dieses Referenzgebäude mal sehen. Und wenn man da mal die einzelnen U-Werte durchspielen, dann sagt der Gesetzesgeber, wenn du im Dach einen U-Wert von 0,20 hast, in der Außenwand von 0,28, die Haustüren einen U-Wert von 1,8 hat, die Erdbebenbauteile alle einen U-Wert von kleiner 0,35 haben, dann hast du mit der Hülle mehr oder weniger das GEG erfüllt. Das ist die Basis. Gleichzeitig eine pauschale Berücksichtigung aller Wärmebrücken mit 0,05. Das ist die Basis für die Hülle. Das Gleiche gibt es auch für die Heizungsanlage. Für die Heizungsanlage ist seit 2016 also diese Referenzanlage abgebildet. Hierbei handelt es sich um einen Brennwertkessel verbessert, keine Kühlung, freie statische Heizflächen, also noch nicht mal Fußbodenheizung, sondern freie Radiatoren, eine kleine Brauchwassersolaranlage. Und das ist jetzt praktisch diese Heizung, die als Bezugswert gilt, um erstmal den Grenzwert für ein 55er Haus festzustellen. Möchte ich heute nach GEG, früher nach NF, heute nach GEG, also nach Gesetz bauen, um die Mindestanforderungen einzuhalten, dann muss ich genau praktisch den Primärenergiebedarf für diese Hülle, was ich Ihnen gezeigt habe, und für diese Heizungsanlage jetzt schon nur gesetzesmäßig um 25% unterschreiten. Die Hülle muss ich praktisch die U-Werte, die ich im Referenzgebäude Ihnen vorgestellt habe, genau zu 100% einhalten. Jetzt sprechen wir heute aber nicht über Mindestanforderungen, sondern wir wollen Effizienzhäuser nachweisen. Und das 55er-Haus hat natürlich eine höhere Anforderung. Höhere Anforderung heißt, dass ich den Primärenergiebedarf eines Hauses um 45% senken muss und in der Hülle um 30% besser sein muss als diese U-Werte, die ich Ihnen im Referenzgebäude dargestellt habe. Zusätzlich gibt es eben diese EE- oder NH-Pakete. Wenn ich die erfüllen muss, ich habe es ja eingangs erwähnt, beim 55er-Paket oder beim EE-Paket muss ich diese 55% mindestens von erneuerbaren Energien als Energieträger nachweisen. Das Gleiche hier für das 40er und 40-Plus-Haus dargestellt. Im 40er-Haus muss ich 60% besser im Primärenergiefaktor sein, im Primärenergiebedarf, also im regenerativen Heizungs-, sagen wir, umweltverschonenden Heizungsenergieträgersystem. Und ich muss 45% besser in der Hülle sein. Und 45% besser ist eigentlich eine Verbesserung fast um die Hälfte oder doppelt so gut. Das sind schon Anstrengungen. Da werden wir aber kurz noch ein paar Worte drüber finden. Die Wirtschaftlichkeit zeigt sich bestimmt beim 55er-Haus, das werde ich Ihnen heute auch zeigen. Beim 40er-Haus muss man sich dann immer überlegen, wie viele Wohneinheiten werden da gefördert. Natürlich, je mehr Wohneinheiten ich da hinten dran habe, umso mehr kann ich das dann auch wirtschaftlich dann wieder abbilden. Als Orientierung habe ich Ihnen mal aus der alten Norm, aus der NF noch, solche Standardreferenzanlagen, die da abgebildet waren, einfach zu sehen, was für eine Heizungsanlage brauche ich denn.
und ging früher noch, sage ich mal, eine Gasbrennwerttherme mit solarer Trinkwassererwärmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung, dann ist es heute schon nicht mehr so der Fall. Beim EE muss ich eben diese 55% erneuerbaren Energien nachweisen. Und wenn Sie eine Gasbrennwerttherme als Primärenergiequelle haben, dann funktioniert es nicht mehr. Was funktioniert immer noch mit dem EE-Paket, ist eben mit Biomasse und einer Abluftanlage zu heizen, mit einer jeglicher Form von Wärmepumpen, sei es eine Wasser-Wasser, eine Luftwasser oder eine Solewasser, die funktionieren alle und ermöglichen Ihnen auch dieses EE-Paket mit in Anspruch zu nehmen, weil Sie eben über diesen 55% regenerative Energien sind. Bei den Anforderungen für das Effizienzhaus 40 Plus gibt es nochmal Zusatzanforderungen. Also neben dem EE-Paket muss ich eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien aufsetzen, also mit Photovoltaik zum Beispiel arbeiten. Ich muss im Haus eine Visualisierung von Stromerzeugung und Verbrauch, das sind dann solche iPads, die irgendwo an den Wänden hängen und die Ihnen zu jedem Zeitpunkt eben aufzeigen können, wie viel Energie erwirtschafte ich gerade und wie viel Energie verbrauche ich denn gerade im Haushalt. Sie müssen beim Plushaus eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einbauen. Das ist auch der große Unterschied zum 40er Haus und 40 Plus. Beim 40er ist es nicht zwingend erforderlich, dass Sie eine Lüftungsanlage einbauen. Beim 40 Plus ist es zwingend erforderlich. Und der Hauptkostenfaktor für das 40 Plus ist sicherlich auch der Batteriespeicher, der als Muss dargestellt wird. Also Sie müssen einen Batteriespeicher mit in die Haustechnik installieren, damit Sie praktisch die Energie, die Sie hier oben über stromerzeugende Anlagen erwirtschaften, auch selber im Haus verbrauchen. Nochmal zurückkommend auf die Hülle. Ich habe Ihnen ja dieses Referenzgebäude gezeigt. Das ist praktisch die Mindestanforderung vom Gesetzesgeber. Und diesen kleinen Passus hier unten auch dargestellt oder mal angesprochen, nämlich dieser Wärmebrückenzuschlag. Und der Wärmebrückenzuschlag, der findet gerade bei Effizienzhäusern einen viel höheren Stellenwert, weil man muss sich immer mal vorstellen, was das heißt. Pauschal wird ein Wärmebrückenzuschlag Delta UBW von 0,05 angesetzt. Das heißt, wenn ich einen Gleichwertigkeitsnachweis nach alter Norm mache, dann setze ich überall auf die U-Werte, auf das Dach, auf die Wand, überall nochmal 0,05 drauf, um diese Wärmebrücken als berücksichtigt zu gelten. Jetzt ist es aber so, dass ich eben auch hier der Wärmebrückenzuschlag neben der Gebäudehülle auch der Wärmebrückenzuschlag sich um 30% verbessern muss. Das heißt, ich muss hier runterkommen von diesem 0,05 auf, sage ich mal, mindestens 0,035. Beim 40er Haus muss ich das Ganze natürlich auch um 45% verbessern. Und wie ist die allgemeine Sachlage bisher? Bisher ist es so, es gab einen Gleichwertigkeitsnachweis, das heißt in der 4108 bei Blatt 2 gab es für Wärmebrücken Beispiele und der Energieberater konnte sich dieser Beispiele bedienen. Das waren nicht allzu viele. Jetzt gibt es ein neues Beiblatt seit 2019 und diese Beispiele sind auf jeden Fall nach oben geschossen. Das sind jetzt mittlerweile, ich glaube, über 390 Details, die da abgelegt worden sind. Und wenn man diese Gleichwertigkeit nachweisen konnte, entweder über den Bildnachweis, dass die Bauteile genauso aussehen, der Aufbau genauso aussehen oder über die Übergangswiderstände der einzelnen Bauteile, die dann größer seien, dann konnte man diese 0,05 ansetzen und musste nicht detailliert nachrechnen. Alternativ gab es natürlich immer die Möglichkeit, Wärmebrücken detailliert zu erfassen. Und wer mit Ytong baut und Ytong Produkte einsetzt, weiß, dass er eigentlich besser baut, als er rechnerisch ansetzt. Und mit dem Gedanken, den ich vorher angesprochen habe, dass diese Wärmebrückenfaktoren jetzt überall, hier zum Beispiel auf den U-Wert der Wand 0,21 obendrauf addiert werden, dann heißt das ja, dass der Energieberater zum Schluss, wenn er den Gleichwertigkeitsnachweis hat, einen U-Wert von 0,26 rechnet, der detailliert rechnet, aber nur 0,22 ansetzt. Ja, die Wirtschaftlichkeit, und da sprechen wir ja natürlich wieder auch dann die Architekten, die Bauträger an, die ja auch wirtschaftlich bauen wollen, können hiermit praktisch mit dem detaillierten Nachweis, können hiermit praktisch nachweisen, dass sie besser bauen, als sie eigentlich mit dem pauschalen Gleichwertigkeitsnachweis ansetzen und haben das auch in Anspruch genommen.
Es ist aber aufwendig, es ist teuer und es kann nicht jeder Energieberater. Und deswegen hat sich auch, sage ich mal, der Gesetzesgeber da einen Gedanken gemacht und mit dem neuen Beiplatz 2 von 2019 einen besseren Gleichwertigkeitsnachweis eingeführt. Das heißt, er hat nochmal die Details sich angeguckt für die Wärmebrücken und hat Kategorie A und B praktisch jetzt abgebildet. Und das B steht für besser. Und wenn ich diese besseren Details befolge, das heißt, wenn ich mir die Aufbauten anschaue und genauso baue und den Gleichwertigkeitsnachweis darüber führe, dann kann ich jetzt zukünftig anstatt den 0,05 Pauschalbeiwert einen 0,03 Pauschalbeiwert ansetzen. Vorteil hier ist, es ist günstiger, da ich keinen detaillierten Nachweis mehr brauche. Ja, ich muss keine Längenermittlung der einzelnen Wärmebrücken machen, bin natürlich dann auch auf der sicheren Seite, kann einen einfachen Katalog anhand dieser Beispiele, die dort abgebildet werden, als bessere Details aufstellen. Es birgt eine gewisse Ausführungssicherheit, weil die Details nicht immer neu erfunden werden. Und wenn dann mal ein Detail nicht abgebildet ist oder ich finde es nicht so, kann ich diesen Katalog, diesen Gleichwertigkeitsnachweis einfach ergänzen mit dem Nachweis der Widerstände der einzelnen Bauteile. Was wir von Xella-Seite Ihnen dann noch zur Verfügung stellen oder wo wir Sie da unterstützen wollen, ist unser Wärmebrückenkatalog. Den finden Sie im Download-Bereich unter uetterung-silka.de. Dort finden Sie zahlreiche Beispiele für das Bauen, monolithische Bauen mit Porenbeton und Wärmebrücken, die zum einen die Gleichwertigkeit nach Kategorie A und B differenzieren lassen, aber Ihnen auch Psi-Werte zur Verfügung stellen für den detaillierten Nachweis. Und schauen wir uns jetzt mal das 55er Gebäude an. Wie sieht es dann so aus? Dann sieht es so aus, wenn ich noch diesen alten, erhöhten, schlechteren, möchte ich jetzt mal sagen, Katalogwert, Delta UBW 0,05 Ansätze, brauche ich zum Beispiel im Dach 0,12 als U-Wert, in der Wand bräuchte ich 0,19, Bodenplatte 0,20 und als Kellerwand 0,24 und 0,9er Fenster. Hieße, ich bräuchte einen 40er Ötong Therm Super mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,08. Bediene ich mich jetzt aber der Gleichwertigkeitsnachweis mit den besseren Details, dann würde mir zum Beispiel im Dach auch ein U-Wert von 0,15 reichen. Und wer in den Kategorien schon mal gearbeitet hat und sich da die Wärmedämmwerte ausgerechnet hat, der weiß, das ist alles nicht mehr linear, sondern exponentiell. Das heißt, in diesen niedrigen Bereichen, um U-Werte zu verbessern, muss ich schon sehr viel machen, sehr viel Dämmung mehr machen, um überhaupt die hundertste Stelle hinten noch verändern zu können. Es ist also ein Tool, das auf jeden Fall wirtschaftlich ist. Hier reicht mir zum Beispiel auch ein 36,5er Ötong Therm Super mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,08. Und das ist so der Standard. Das ist auch der Effizienzstein, den nachher mein Kollege Herr René Ohl Ihnen vorstellen wird, mit dem wir die 55er Häuser bauen und umsetzen. Für das Effizienzhaus 40 ist es so, da reicht dieser Pauschalwert nicht mehr. Ich habe es Ihnen ja mal vorhin im Beispiel erklärt, Sie müssen jetzt in der Hülle 45% besser sein. Das heißt, es reicht nicht nur, dass Sie vom Referenzgebäude die ganzen Hüllwerte jetzt um 45% verbessern, sondern Sie müssen natürlich auch den Wärmebrückenzuschlag verbessern. Dementsprechend rechnen wir hier detailliert, bedienen uns zum Beispiel Wärmebrücken aus dem Wärmebrückenkatalog und setzen hier die 0,02 an. Dann kann ich ein Effizienzhaus 40 auch monolithisch generieren. Und da nehmen wir unseren Uetterung Therms Ultra mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 in der Stärke von 42,5. Natürlich, wenn ich dann mit den U-Werten spiele, das heißt, ich mache das Dach ein bisschen schlechter, dafür die Wand ein bisschen besser, kann ich das auch mit einem 48er Uetterung Therm Ultra machen. Dann kann ich natürlich wieder abdämmen auf anderen Ebenen. Es ist Energiebilanz, das heißt, einzelne Bauteile können unterschiedlich bewertet werden. Es gilt immer das Mittel der Hülle. Wirtschaftlichkeit ist ein Thema. Ich möchte Ihnen anhand jetzt einer Beispielrechnung einfach mal aufzeigen, was so ein Effizienzhaus 55 eigentlich wirtschaftlich bedeutet, gerade in Zeiten der Baukostenexplosion. Nehmen wir mal an, ich mache ein 55er Haus, dann brauche ich auf jeden Fall von unten, wenn ich einen Stahlbetonkeller habe, ich brauche eine untere Dämmung. Setze ich mal 3.000 Euro an,
Fenster 0,8 bis 0,9 ist heute Standard, da möchte ich eigentlich gar keine Mehrkosten ansetzen. Wenn ich dann hochgreife, wirklich hochgreife, und so hoch ist es nicht, den Effizienzstein 55 ansetze, nämlich den 008er anstatt 009er, beim großen Haus von 2.000 Euro Mehrkosten, Dachzusatzdämmung vielleicht nochmal 3 bis 5 Zentimeter Dämmung, sprich, ich bin ungefähr bei 1.300 Euro. Wegfall von einem Gasanschluss, der da nicht mehr notwendig ist, weil ich vielleicht eine Luftwärmepumpe ansetze, muss man ja auch immer mal berücksichtigen, könnte ich mir 3.000 Euro sparen. Mehrkosten aber dann für die Heizungsanlage, sprich eine Luftwasserwärmepumpe plus Elektro, habe ich mal so angesetzt. Vielleicht bin ich da bei Mehrkosten von 2.500 Euro. Und wo ich natürlich noch Mehrkosten habe, ist in dem Ausweis. Das heißt, der Nachweis für das Effizienzhaus 55 ist natürlich teurer. Ich setze mal Mehrkosten im Verhältnis zum normalen Haus von 3.500 Euro an. Dann habe ich circa so roundabout 9.200 Euro Mehrkosten. Auf der Habenseite sind aber praktisch der Tilgungszuschuss, ich spreche jetzt erstmal von einer Wohneinheit, von 26.250 Euro. Ich kann mir 50% meiner baubegleitenden Energieberaterkosten auch bezuschussen lassen, bekomme ich auch nochmal 2.000 Euro, habe ich eigentlich ein Delta von circa 19.050 hier jetzt errechnet. Das heißt, der eigentliche Mehrwert ist ja das, dass ich dem Kunden ein Haus, ein hocheffizientes energetisches Haus bieten kann und zusätzlich, dass dieses Haus 20.000 Euro mehr oder weniger günstiger ist, wenn er diese Fördermaßnahmen noch in Betracht zieht. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Vielleicht noch ein Punkt zum KfW-40-Haus, habe ich jetzt keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht. Da gilt die Regel eigentlich so, natürlich habe ich da höhere Einstandskosten, weil der Aufwand in der Hülle natürlich erheblich größer ist. Und da gilt aber die Regel, je mehr Wohneinheiten ich habe, und da spreche ich gerade mal Pflegeheime an, ich spreche Mehrfamilienhäuser an, je mehr Wohneinheiten ich habe, ich kriege ja diese Förderpakete immer pro Wohneinheit, rechnet sich das natürlich ganz anders. Beim Einfamilienhaus ist es wirklich so, da muss natürlich auch, sagen wir mal, das umweltpolitische Ziel gelten, eben CO2 zu sparen. Und ich kann Ihnen sagen, die Nachfrage wird immer größer. Früher gab es ganz selten KfW-40 Häuser. Die Nachfrage jetzt bei Kunden ist auf jeden Fall gestiegen. Das vielleicht aus Bauberatersicht. Wie Sie das jetzt umsetzen können mit den geeigneten Produkten und was es da noch für Tipps und Tricks gibt, da möchte ich jetzt praktisch übergeben an meinen Kollegen, Herr René Ohl. Vielen Dank. So, okay, sorry für die kleine technische Panne. Müssen wir jetzt so leider machen. Also, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus. Mein Name ist René Ohl. Ich möchte Ihnen, wie wir das Effizienzhaus in der Praxis umsetzen können. Warum eignet sich unser Ytong-Porn-Beton für Ihr Effizienzhaus? Zum einen erst hochwärmedämmend. Wir haben durch Forschung und Entwicklung erreicht, dass wir mittlerweile eine Wärmeleitfähigkeit von 0,07 haben. Das heißt, wir brauchen keine zusätzliche Dämmmaßnahme im Nachgang. Das spart Ihnen Zeit und vor allem natürlich auch Geld. Pornbeton ist von sich aus isotrop. Was bedeutet das? Er hat, wie wir auf dem Bild hier rechts sehen, die gleiche Wärmeleitfähigkeit in alle Richtungen. Das heißt,
speziell in Wärmebrückenbereichen, wie wenn wir an einen Ortgang zum Beispiel denken oder an einbindende Innenwände im Fußboden, im Bodenplattenbereich, dann können wir also hier mit einer reduzierten Wärmebrückenwirkung rechnen und dadurch erreichen wir schlankere Wände für Ihr Effizienzhaus. Das wiederum bedeutet für Sie ein Flächengewinn und somit natürlich auch wiederum kostengünstiger. Herr Bauer hat Ihnen schon ausführlich zum Thema U-Werte und Wärmebrücken informiert. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite das Referenzgebäude mit der Anforderung 0,28. Das heißt, wenn Sie ein Standardgebäude nach GEG planen, ist das Ihre Orientierungsgröße. Für unser Effizienzhaus 55 benötigen wir einen U-Wert zwischen 0,19 und 0,21. Das hängt davon ab, von Ihrem Gebäude, wie Sie die anderen Bauteile ausführen möchten, aber vor allem auch, wie Sie die Wärmebrücken ausführen und vor allem, wie Sie, wie der Herr Bauer Ihnen auch ausführlich erläutert hat, wie Sie diese Wärmebrücken dann auch im Nachgang oder im Vorfeld berechnen und berücksichtigen. Ein Effizienzhaus 40 liegt irgendwo im Bereich 0,14 bis 0,16 vom U-Wert her. Ja, unser Ytong Therm Super hat die Steinfestigkeitsklasse 2 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,08, ist also der Stein für Ihr Einfamilienhaus, Doppelhaus oder auch bis hin zum mehrgeschossigen Wohnungsbau. Mit der Wandstärke oder Wanddicke von 36,5 erreichen wir einen U-Wert von 0,21. Also genau ideal für Ihr Effizienzhaus 55. Aus dem Grund haben wir den Stein auch Effizienzstein 55 genannt. Unser Ytong Therm Ultra hat bei gleicher Steinfestigkeitsklasse 2 die Wärmeleitfähigkeit 0,07. Und das ist eine einzigartige Kombination. Wir bieten Ihnen in 3 Wanddicken an. Und in der Wandstärke 42,5 erreichen wir den U-Wert 0,16 und damit die Anforderung für Ihr Effizienzhaus 40 oder auch für Passivhäuser. Aus dem Grund haben wir den Stein Effizienzstein 40 genannt. Nun wollen wir uns mal anschauen, wie es mit Gebäuden aussieht, die auch vielleicht eine höhere Steinfestigkeitsklasse benötigen. Zum Beispiel die Steinfestigkeitsklasse 4. Hier ist es in der Regel so, dass dann die Wärmeleitfähigkeit mindestens 0,12 oder höher beträgt. Mit dem Ytong Therm Strong ist es uns gelungen, eine einzigartige Kombination aus Steinfestigkeitsklasse 4 mit Wärmeleitfähigkeit 0,10 zu erreichen. Auch den Stein bieten wir in 3 Breiten an und ist somit ideal für Mehrfamilienhäuser, wo ich in den unteren Geschossen eine höhere Belastung habe oder aber auch für einzelne Stützen oder Wandscheiben, zum Beispiel in Erdbebengebieten als Aussteifung. Nun wollen wir uns anschauen, wie kombiniere ich diesen Therm Strong mit einem Effizienzstein. Schauen wir uns mal hier das Bild an für einen Ein-Zwei-Familienhaus. In der Regel wird das mit einem P2 ausgeführt, Wärmeleitfähigkeit hier in dem Fall 0,8er, also unser Effizienzstand 55, aber vielleicht einzelne Bereiche, wie hier diese Stütze, hat eine höhere Belastung. Dann benötige ich also vielleicht ein P4 und mit dem Therm Strong mit der Wärmeleitzahl 0,10 erreiche ich dann im Mittel immer noch die Anforderung für unser Effizienzhaus 55. Das Gleiche gilt bei einem mehrgeschossigen Wohnungsbau. Hier habe ich logischerweise in den unteren beiden Etagen eine höhere Belastung. Und dort wird dann ein P4 eingesetzt, der Therm Strong, in Kombination in den oberen Etagen mit unserem Effizienzstand 55 und erreiche dann im Mittel immer noch die Anforderung für das Effizienzhaus 55. Das Gleiche gilt für ein Effizienzhaus 40. Hier kombiniere ich unseren Effizienzstand 40, den Therm Ultra, mit unserem Therm Strong, sowohl hier im Stützenbereich als auch hier in den unteren Geschossen, 1 oder 2 Geschosse, und erreiche im Mittel die Anforderungen, die ich für ein Effizienzhaus 40 benötige. Ja, Ytong, Pormbeton ist ein Baustoff. Diesen bieten wir letztendlich in 3 Varianten, 3 Systemlösungen an. Zum einen haben wir den Planblock, der sicherlich der bewährte Lösung ist für kleinere oder auch kleingliedrigere Bauvorhaben. Wir haben hier die größte Auswahl an Steindruckfestigkeiten bis hin zum P6, P8. Wärmeleitfähigkeiten bis hin zu 0,07 und auch Wanddicken. Der Jumbo hier in der Mitte dargestellt, vor allem im Doppelpack,
erreichen natürlich eine höhere Flächenleistung. Er bietet sich vor allem dann an, wenn ich größere Wandflächen habe, sei es zum Beispiel eine Gebäudetrennwand. Das Gute an der Geschichte ist, dass ich den Planblock mit dem Jumbo kombinieren kann. Das heißt, meine Gebäudetrennwand führe ich im Jumbo aus und die anderen Bauteile, Außenwände dann zum Beispiel im Planblock, wenn ich dort also kleingliedrig unterwegs bin. Und dann haben wir hier rechts noch unsere Systemwandelemente. Systemwandelemente ist letztendlich wie ein kleines Puzzle. Das heißt, es ist vorkonfektioniert, vorgefertigt, vorgeplant und am Ende wie ein Verlegeplan setze ich das dann zusammen. Die Systemwandelemente sind raumhohe Elemente, bis zu 3 Meter hoch, bis zu 75 Zentimeter lang und bis zu einer Wanddicke von 36,5 Zentimeter. Hier erreiche ich natürlich den größten Flächenleistung je Hub und bin damit natürlich besonders wirtschaftlich. Die Bauzeit ist etwa ein Viertel oder die Verarbeitungszeit ein Viertel eines normalen Planblocks. Und das Ganze dann mit weniger Personal. Letztendlich benötige ich 2 Personen plus Kranführer zur Verarbeitung, wo ich vorher 4 benötige. Ja, Herr Bauer hat schon erläutert, Wärmebrücken ist ein wichtiger Bestandteil bei den heutigen Effizienzhäusern. Ganz einfach, weil die Hülle natürlich umso besser geworden ist, dann spielen natürlich Wärmebrücken eine hohe Bedeutung. Aber nicht nur aus energetischer Sicht, sondern auch aus qualitativer Sicht. Schauen wir uns mal hier so eine Fassade an in der morgendlichen Betauung. Da sehen wir also im Stützenbereich hier oder hier in dem Bereich der Geschossdecke, hier im Überzug, so eine Abzeichnung in der morgendlichen Betauung. Was zunächst einmal nur morgens dargestellt wird, ist auf lange Sicht dann durch den unterschiedlichen Verschmutzungsgrad dauerhaft sichtbar. Das gefällt dem Bauherrn irgendwann nicht mehr. Wodurch entsteht das? Letztendlich durch einen unterschiedlichen Putzgrund. Wir haben hier im Stützenbereich eine Hartschaumdämmung, die hat eine andere Wärmespeicherverhalten als der Ytongstein nebendran. Und dadurch haben wir eine andere Oberflächentemperatur und dadurch entsteht dann dieses Abzeichnung in der Betauung morgens. Wie kann man so etwas vermeiden? Indem man den gleichen Putzgrund ausführt. Dazu hilft uns unser Deckenabstellstein bzw. der Sturz. Das ist ein Ytongstein mit einer aufkaschierten Mineralwolle. Dieser wird ganz normal wie ein normaler Planblock hier vermörtelt und dient dann quasi als Randschalung unserer Decke. Das heißt, ich brauche keine zusätzlichen Schalungsarbeiten mehr. Er ist also einfach zu verlegen und bietet dann im Nachgang quasi einen einheitlichen Putzgrund, wie man hier schön dargestellt sieht. Und das minimiert dann auch letztendlich diese Abzeichnungen. Der Nebeneffekt ist, dass wir hier auch unsere Wärmebrücken minimieren. Herr Bauer hat Ihnen ja eben nochmal den Unterschied erläutert zwischen der Kategorie A und der Kategorie B. Und natürlich ist es heute erstrebenswert, für ein Effizienzhaus mindestens in die Kategorie B zu gelangen. Und hier mit unserem Wärmebrückendetail für den Schalungsstein ist das also hier erfüllt. Das vereinfacht natürlich dann auch für Sie die Planung. Ja, die moderne Architektur bietet auch im Wohnungsbau immer mehr Flachdächer an, was zuerst erstmal modern und interessant wirkt, bietet aus bautechnischer Sicht einen kleinen Nachteil und fehlt so ein bisschen das Gewicht des Daches von oben. Das heißt, standardmäßig möchte sich einfach so eine Decke durchbiegen, das ist vollkommen normal. Normalerweise werden dann die Ränder von dem Gewicht des Daches unten gehalten. Das fehlt nun mittlerweile in so einem Beispiel, sodass ich hier in dem Bereich die Decken abheben können. Das führt dann irgendwann in dem Bereich hier zu Rissen und das möchte man natürlich vermeiden. Es gibt verschiedene Methoden. Man kann oben letztendlich eine Attika ausbilden als Aussteifung oder letztendlich eine Zugverankerung in die Ecken einbinden und damit die Decke unten halten. Ja, auch dafür gibt es verschiedene Ausführungen. Die rechte habe ich Ihnen schon mal gezeigt, ne? Also quasi eine Stahlbetonstütze, die mit einem Hartschaum dann ausgedämmt. Das wird aber dann auf lange Sicht dann diese Abzeichnung an der Oberfläche zeigen. Hier im Beispiel, da hat sich dann einer schon Gedanken gemacht. Ne? Er hat also hier schön unseren Planblock ausgeklinkt, hat dann hier innenseitig geschalt und das dann alles ausbetoniert. Sicherlich eine Lösung, die man machen kann. Damit habe ich also hier den Putzgrund letztendlich einheitlich dargestellt. Aber das Problem ist natürlich hier ein relativ großer Aufwand. Ich muss den Stein ausklinken, muss hier noch eine Schalung, ein bisschen Dämmung reinpacken
und dann auch noch Schalung montieren. Einfacher geht es mit so einem Schalungsstein. Der Schalungsstein ist letztendlich ein Planblockstein, der hier mit einem Loch ausgefräst wird und damit die Möglichkeit bietet, versetzt jeweils die Steine anzuordnen im Verband in der Ecke und dadurch hier im Nachgang eine Stütze auszubetonieren. Das heißt, einfache Verarbeitung und das Ganze auch noch elegant gelöst. Das heißt, ich habe außen wie auch innenseitig habe ich einen einheitlichen Putzgrund und damit natürlich ideal eine Voraussetzung für meine Wärmebrücke. Das Ganze kann ich nutzen, um Gebäude auszusteifen, um eine Zugstütze auszubetonieren oder aber auch natürlich für einen hohen Lastabtrag, sei es in einem Bereich, wie wir es eben gesehen haben, wo eine höhere Last ist, dass ich dort also eine hohe Druckstütze einbaue. Flachstütze oder unsere tragenden Stützen sind die einzigen Stütze, die keine zusätzliche Dämmung benötigen, da sie eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit von Haus aus mitbringen. Somit bieten sie innen- wie auch außenseitig also den einheitlichen Putzgrund an und sie minimieren dadurch die Wärmebrückenwirkung. Und das Ganze in Kombination mit einer hohen Tragfähigkeit. Der Flachsturz hat den Vorteil, dass ich diesen händisch verarbeiten kann. Da muss ich dann oben noch die Druckzone ausmauern, während der tragende Sturz in sich natürlich trägt, aber den Nachteil bietet etwas, dass ich hier den nicht mehr händisch versetzen kann, also eine Versetzhilfe benötige. Ja, die Gebäudehülle ist ein wichtiger Faktor für Ihr Effizienzhaus. Ende in Kombination mit dem Zubau eine hohe Qualität für Ihnen also eine Komplettlösung für Ihre Gebäudehülle Ihres Effizienzhauses an. Informationen kommen. Zum einen, Sie bekommen ja also entweder auf den Link hier gehen oder Sie verwenden hier diesen QR-Code. Auf der Ütungsseite okay. Auf der Seite ytung-silka.de unter Broschüren finden Sie also hier diese Broschüre. Da ist alles das, was der Bauer eben erläutert hat, welche Fördermöglichkeiten es gibt und welche Anforderungen es dazu gibt, hier, wie wir es hier rechts dargestellt haben, also nochmal interessant dargestellt, können Sie also als PDF runterladen. Sie haben ja einige schon von Ihnen Fragen gestellt. Wenn Sie im Nachgang noch weitere Fragen haben und direkten Kontakt zu uns technischen Bauberatern möchten, also der Herr Bauer ist ja für Baden-Württemberg zuständig, ich irgendwo für Nordbayern und die Ecke Fulda und deutschlandweit haben wir auch ganz viele Kollegen. Wenn Sie mit denen Kontakt aufnehmen möchten, dann nutzen Sie hier unsere Kontaktmöglichkeit unter auf der Ytung-Silka-Seite unter technische Bauberatung. Oder gehen auch hier wiederum auf diesen QR-Code. Dann kommen Sie hier zu dieser Internetseite und können dort unten bei Postleitzahl Ihre Postleitzahl eingeben und Sie bekommen dann den passenden Ansprechpartner für Ihre Region und können dann auch mit ihm direkt Kontakt aufnehmen und auch vielleicht einen Besuch vereinbaren. Da kommen wir gerne vorbei. Ansonsten werden Ihre Fragen dann im Nachgang noch beantwortet. Ja, dann noch ein Hinweis auf nächste Woche. Der Herr Bauer hat ja ausführlich über Wärmebrücken berichtet, wie wichtig es ist, auch dieser Nachweis zu führen und welchen Unterschied das ausmacht. Nächste Woche gibt es zu diesem Thema ein wiederum Webinar zum Thema Wärmebrücken. Gehen Sie also auf unsere Bauakademie-Seite. Dort können Sie also sich dann auch nochmal anmelden. Ansonsten möchte ich auch im Namen der Kollegen für Ihre Teilnahme bedanken. Freue mich auf Ihre Teilnahme und wünsche und freue mich, wenn wir Sie dann beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank.